So, grüß Gott miteinander aus Kaltenhausen. Ich stehe da vor der Kaiser Bierbrauerei. Das heutige Tagesziel ist aber nicht das Braustübel, sondern liegt eine Etage höher. Ich nehme euch heute mit auf die Bamstorner, auf den großen zuerst und dann auf den kleinen. Viel Spaß dabei! Wenn man da jetzt im Frühling aufgeht, dann duftet es ganz wunderbar. Da steht nämlich alles voller Bärlauch. Der Aufstieg da von Kaltenhausen kann eine ziemlich morastige Angelegenheit werden. Heute ist den fünften Tag trocken, kein Niederschlag und heute geht es recht gut. Nach gut 40 Minuten Aufstieg ist man dann hier bei einer Abzweigung, wo es links herum erst auf gleicher Höhe und dann hinauf geht auf den großen Bamstorn. Da werden wir auch nachher wieder hin zurückkehren und dann geht es da hinauf weiter zum kleinen Bamstorn.
halbe Stunde nach der Abzweigung habe ich mir es jetzt ein bisschen abseits vom Gipfelkreuz gemütlich gemacht. Und ich glaube, hinter mir sieht man ganz gut, warum das ein Lieblingsplatz für mich ist. Nach einer knappen Viertelstunde Abstieg sind wir wieder zurück bei der Abzweigung. Ihr habt es gesehen, der Abstieg auf dem großen Baumstamm ist zum Teil seilversichert, hier und da ein bisschen steil. Und bei Nässe ist schon sehr zum Aufpassen. Heute sind sehr trockene Verhältnisse und da geht es ganz leicht. Jetzt werden wir den großen Baumstamm einmal umrunden und kommen dann zum kleinen Baumstein. Da nehme ich euch auch noch mit hinauf. Ein paar Minuten später haben wir dann auch schon unser nächstes Ziel vor Augen, den kleinen Baumstamm. Im Unterschied zum großen, auf den zum Teil seilversicherter Steig aufgeführt, geht es da zum Großteil über Stiegen hinauf. Und da geht es auch schon los. Thank you.
kleinen Baumstamm hat man einen super Rundumblick, angefangen vom Untersberg über einen großen Baumstamm hinunter nach Salzburg. Da sieht man die Landebahn vom Flughafen, die Festung von Salzburg, den Geisberg. Dann schaut man rüber in die Osterhorngruppe zum Schlenken, Prattberg, im Hintergrund der Dachstein und der Schwarze Berg vorne, das Tennengebirge, Dürnberg, der Hohe Göll, der Watzmann und wieder das Untersbergmassiv Fesch. So, nach einer knappen halben Stunde haben wir auch den Abstecher auf den kleinen Baumstein geschafft. Also 20 Minuten knapp braucht man hinauf, 10 Minuten hinunter. Und jetzt gehen wir noch ganz gemütlich zur Ruine Tyrol und steigen dann nach Hallein ab. Noch nicht einmal einer Viertelstunde nach der Abzweigung vom kleinen Baumstein taucht im Wald auch schon die Ruine Dürndl auf. Die schauen wir uns noch kurz an und dann werden wir Richtung Hallein absteigen. Zum Abschluss ein kurzes Fazit zur Tour. Die Runde auf dem großen und kleinen Baumstamm ist eine wirklich schöne Frühlings- oder Spätherbst-Tour. Wenn man die Gipfel auslässt, ist sogar mehr oder weniger ein Spaziergang. Die beiden Gipfel, da empfiehlt es sich schon ein bisschen trittsicher zu sein. Der Fels ist recht speckig, weil er doch sehr stark begangen ist. Und bei Nässe ist schon sehr zum Aufpassen. Ansonsten braucht man hier und da mal eine Hand zur Hilfe. Aber sonst ist wirklich technisch nichts Aufregendes. Man braucht ungefähr eine Stunde von Kaltenhausen hinauf auf den großen Baumstamm. Circa 40 Minuten dann hinüber zum kleinen und jetzt vom kleinen hinunter bis zur Dürnbergstraße braucht man eine knappe Dreiviertelstunde. Also insgesamt ist man gut 2,5 Stunden unterwegs, wenn man bis allein dann hinuntersteigt. Also
inklusive einer ausgiebigen Gipfelrast schön an einem Vormittag wie diesem heute zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinne, bis bald wieder auf diesem Kanal. Pfiat euch, macht es gut!